Das Problem ist halt, dass diese Party extrem timinglastig ist. Da soll ich das letzte Mal auch schon über eine Stunde dran gehabt. Nicht jetzt. Flammarschig. Kein Backseat Gaming. Nee, irgendwie heute nicht. Muss doch irgendeine bessere Methode geben. Ach, ätzend der Scheiß. Wenn mich jemand meiner Kollegen heute beim Commentary unterstützen will, wäre ich das doch fast ein bisschen dankbar für. Das Spiel allein zu machen ist echt. Oh! Schade. Denkst du, wirst du im Stream Level 1 schaffen? Naja, da ich schon an Level 1 vorbei bin. Ja. Wenn die Frage wäre, wirst du überhaupt ein Level schaffen? Würde ich das erstmal unkommentiert lassen. Ja. Treff den letzten nicht, Pfosten. Na gut. Ich aim ihn nur. Das Problem ist, dass man treffen muss. Vor den Plattformen. Das habe ich schon gespürt, dass der zu spät war. Was habt ihr heute so gemacht, Leute? Fehlt mal ein bisschen was. Das Schlimme, wenn ich nicht mehr mit dem Chat reden kann, wenn keiner mit mir reden will.
alle noch Träge vom Feiertag hier. Ja, ich merke das schon. Hallo Lente, wie geht's dir? Alter, alle saufen. Letzten wieder. Ups. Ich nehme hier schon das Mikro auseinander. Welcher Feiertag? Tag der Deutschen Einheit war gestern. Es war halt Samstag, man hat es halt nicht gemerkt. Also ich zumindest nicht. Ich habe heute Schlafnachtruhe, die ich gestern nicht verführen konnte. Wo Alkohol oder Alkohol? Ach man. Ich weiß, dass du mein Feinde bist, dass in der Bibel steht geschrieben, du sollst auf deine Feinde nehmen. Oder so ähnlich war das doch, oder? Wir haben gestern auch bei mir schön Einweihungsfeier gemacht. War ein lustiger Tag. Oh, I got this! Na! So knapp, so verflucht knapp. Wieder Konzentration hier. Kann so nicht arbeiten. Letzten. Better luck next time. Ja. Ich mach glaube ich Freudentanz, wenn ich den Part hier geschafft habe. Das letzte Mal konnte ich noch drauf schieben, dass ich extrem müde war, weil das noch 3 oder so war. Aber die Ausrede habe ich diesmal nicht. Wieder am letzten. Okay. I got this. I got this. War gestern in Frankfurt bei der Feier und deshalb ziemlich kaputt. Ich hab bis 12 geschlafen. Zum Mittag gegessen, dann wieder ins Bett gelegt. Und dann jetzt Fail-Stream gucken. Das ist die richtige Entscheidung. Wenn man selber schon nichts macht, dann zumindest anderen Leuten bei. Überhaupt irgendwas muss ich gucken. Zu spät. Langsam frage ich mich, ob es diesen Modus, ob es in dem Spiel auch einfach einen Modus Fliegen gibt. Das wäre, glaube ich, für mich ganz praktisch. Okay, das muss ich da höher machen. Und ich feiere. Ich rechne immer meinen Kopf mit ein. Das ist irgendwie, glaube ich, ein Fehler in dem Spiel. Man sieht halt auch keine Beine, keinen Kopf, nix. Da bin ich eiskalt drüber gesprungen. Super. Warum? Weil ich es kann. Ich bin am Booster vorbeigejumpt.
Ist das der Ernst? Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, mich Deathcore spielen zu lassen? Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal danken. Heute mit Schwiegereltern und Schwiegereltern ist auch mal etwas. Das war auch immer sehr schön. Schwiegereltern ist immer schön. Wenn ich vorne was leiser machen kann, kriegen wir wohl hin. So, ich habe jetzt einfach mal auf 50% gedrückt. Müsst ihr mal gucken, ob das reicht. Das müsst ihr noch mal in Bescheid sagen. Typisch beim Mitleiden. Ich weiß nicht, ob es jetzt wegen mir leidet oder wegen den Viewern. Bin mir da noch nicht so wirklich sicher. Zugegebenermaßen, der Part ist irgendwie schlimmer als es mit Schwiegereltern. I made it! Darauf ein Schluck. Ich glaube, der erste Teil des Leidens ist jetzt vorbei. Endlich GG, ja. Können alle nach Hause gehen, nothing happened. Ha. Ohne auszuschalten. So. Ich sehe Progress. Ups. Ha. Ausgewichen. Das wusste ich natürlich, dass es so kommt. Oh, ich hab... Was für das? What the fuck happened? Okay. Ich glaube, ich sollte mir das nicht mal angucken, bevor ich das nächste Mal mache. Zählt das noch als Tutorial? Nein. Das ist auch... Idiot. Kein aktueller Spielstand. Das ist jetzt ein aktueller Spielstand. Ich habe das Spiel in meinem allerersten Stream damals gespielt. Als Nachtrag zu Stanley Parable. Und daher zählt es auf jeden Fall nicht mehr. Ah. Als. Okay, so.
muss ich schneller sein. Das ist schon mal nice to know. Ich muss das echt im Springen machen. Blöd. Es wundert mich, dass ich da noch nicht runtergefallen bin, wenn ich ganz ehrlich bin. Kaum sage ich, springe ich zumindest mal in die roten Dinger. Sehr schön. So, ich muss auf jeden Fall. Verzeihung. Ich bin echt wieder reingejumpt. Da bin ich echt ein Held. Oh, oh, oh. So, mal gucken, ob hier irgendwas Einfacheres ist. Ist der in Ernst? Okay, ich weiß noch nicht, was es mir gebracht hat, aber... Oh, das ist scheinbar erstmal nichts. Ich will da hoch. Dead Game. Aber das bringt mir auch mit Leben hochkommen. Schade. So, nochmal. Wie weit geht das Ding zurück? Ja, nicht so wirklich viel. Ich muss ja da lang jetzt. Ich finde Checkpoint irgendwie scheiße, muss ich mal zugeben. Ich gehe jetzt hier rum. Und mit anderen wieder. Den sterben wir jetzt ein. Ah, der ist angenehmer. Gleiche Zeit eigentlich. Ja. Ich und Schnelligkeit. Super, echt. Das war eine knappe Sache, ja. Ob ich jetzt einfach was skippen kann? Lustig wär's schon. Nein! So. Ah, ich glaube, ich habe den Mist gerade verstanden. Das ist ja voll eklig. Ich komme nämlich mit einem Sprung überhaupt nicht hoch genug. Super. Rotz.
Wenn Leute skippen wollen, werden bestraft. Ups. Hallo, Schatz. Ja, I made it. Was? Offenbarung, Muster, Leben, alles. Was? Okay. So. Hast du gerade Pause oder was? Oh Gott. Die tun mir weh. Ich möchte nicht mehr. Wait, what? Was ist das? Grundlos gereizt. Schieß jetzt voll durch. Weg von mir! Ich bin freundlich! Von ihr ist das gleich, ich glaube. Puh. Moin moin, Nibo! Wie geht's dir? Ja. Schade. Aber jetzt haben wir verstanden, oder ich bin verstanden, wie es funktioniert. Ausgetrickst, sage ich dann nur. Ausgetrickst. Sieht knifflig aus. Das ist, glaube ich, halb so knifflig, als wie ich mich anstelle. Ja, das große Problem, glaube ich, in diesem Fall einfach ich. Das war knapp. Aber Halleluja. So, jetzt aber. Ganz locker. Ganz gut. Au! Das tut weh. Was ist das? Durchteleportieren geht auch nicht, das ist mir eigentlich hätte klar sein müssen mittlerweile. Don't shoot on me. They don't deserve this. Aber. Ist halt so neu, girl. Au! Hallo, Vanni! Wie geht's dir? Beschweren, wer hat bitte ausgerechnet? Genau. Die Sprünge sind ätzend.
Hühnchen. Da. What? Was war das? Dammspiegel 2 Stunden 33 Minuten. Seht ihr? Ich hoffe. Das könnt ihr an der Anzeige auf meiner Waffe sehen. Ich nochmal. Das war Troll-Architektur, ja, aber definitiv. Checkpoint. Dead Cross ist ein tolles Game zum Run. Wenn man sowas kann, ja. Folgen, Rhythmus. Rhythmus, das habe ich. Ach, komm. Das Lustige an dem Spiel ist eigentlich, dass es total viele Wege in dem Spiel gibt. Ich wusste, dass dieser Plot existiert. Okay, da war es nicht leer. Da wollte ich zu viel. Ich dachte noch großkotzig, Rhythmusgefühl habe ich. War gelogen. Ich habe kein Rhythmusgefühl, vor allen Dingen auch kein Aiming. Oh yes. Du musst auf meiner Seite stehen. Wie einer. Oder tut zumindest so, mit welchem ich im Spiel. Aiming kommt durch Spielen, Rhythmusgefühl eher weniger. Das Problem ist, dass ich Gitarre spiele. Eigentlich Rhythmusgefühl haben müsste. Aber nein. Und Amy kommt bei mir auch nicht mehr durchs Spielen, der Zug ist abgefahren. Hat auch einen Grund, warum ich normalerweise alles mit Controller spiele. Und den Grund könnt ihr jetzt hier in dem Fall astrein sehen. Das war zu früh.
so, wenn ich pack. Irgendwann bestimmt, wenn ich offen sterbe. Irgendwann sagt das Game jetzt, wo wir den auch mal weiterkommen, noch ein Zoll da gleich rum. Ich habe das Level geschafft, glaube ich. Also glaube ich. Wenn ich auf die Windräder an den Seiten schieße, dann bleiben die stehen. Und dadurch, dass da zwei sind, halten die mich in der Mitte. Und deswegen habe ich da nicht drauf geschossen. Ruf nach Kling hören. Oh, ups. Miss Jump. Aber ich finde das Setting von dem Spiel sehr, sehr cool gemacht, das muss ich doch mal sagen. Ah, wir wussten, dass ich das nicht treffe. Haben wir deswegen unten extra einen Button hingebaut. Nette Mensch. Ersche. So, mach es einfach. Jetzt, weil da ich weiß, wo ich hin muss, kann ich den Scheiß auch skippen. Ah, nur rein. Ich finde so einige Kleinigkeiten, weil mir ist auch schon halt die Parallelen, die Parallelen da jetzt nicht, aber die Sache halt aufgefallen, dass halt ein Macher von Portal mit dabei ist. Das merkt man im Spiel sehr. Aber es sind halt Kleinigkeiten, die das Spiel meiner Meinung nach besser machen. Wollen die mich verarschen? Wie soll ich das denn machen? Genau, gerade ich. Mein letzter Spruch. Und hallo Wednesday, hallo Mario. Ich bin nur... Und gerade so auf der Kante gelandet. Hilft das? Oh. Sehr gut. Kommst du hoch? Ist ja nice. Aber da komme ich jetzt nicht hoch, oder was? Scheiße. Da kann ich durch. Dann habe ich gemerkt, dass ich nicht hoch genug komme. Scheiße. So, kann ich noch einmal hier, genau, die Wand möchte ich gerne einmal haben.
fuck? Warum schiebt ihr einen so weit weg? Oh Mann. Oh, das Check. Das ist jetzt ernsthaft ein Checkpoint, den ich die ganze Zeit übersprungen habe. Fucking hell. Autsch. Da gehen wir dann einen Durchgang. So. Ich sollte, glaube ich, nächstes Mal erst gucken und dann schießen. Kann so nicht arbeiten. Und er spricht so weit. Ist das ernst? Ist das der verfluchte Ernst? So. Wieder zu langsam. Ich blöd? Das ist eine rhetorische Frage. Jetzt braucht keiner darauf antworten, das mal ganz kurz klargestellt zu haben. Aber jetzt aber komm, wir haben genau hier außen rum. Ich habe zumindest schon mal gesehen, wie es geht. So, und ab geht die wilde Fahrt. Sonst merkt man es langsam. Scheiße, ich spiele Rocket League. Ja, soll er doch. Schade. Da war man gerade ein bisschen Mühe.
Die 5 Minuten Fame für Private seien ihm halt auch mal gegönnt. So. Was ist jetzt anders? Dass ich auf die Idee nicht früher gekommen bin. Manchmal bin ich echt strohdumm. Dass ich auf die verdammte Idee nicht früher gekommen bin, einfach unten durchzurennen. Aber ich bin so. Idiot. Du wieder Stück am Stück vorarbeite. Gefällt zwar ab und zu und lern schnell draußen, schaffst es bald. Gefällt mir. Naja, schnell lernen lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber ein bisschen lernen ja. Oh, und glaube ich jetzt langsam? Ach, verflucht. Sind raus, die bleiben scheinbar auch draußen. Ist das gerade dein Ernst gewesen? Ich spring los und die Dinger ziehen sich ein. Ärsche. Verdammte Idioten. Daneben die Java. Ich muss eigentlich nur um zwei Ecken kommen da. Das sollte ich machen können. Halbwegs. Hey, hoffe ich mal. Jetzt, wo ich den Part hier verstanden habe, wie eigentlich ganz einfach geht. Das hier daneben. Na? Oh, verdammt mich. Da war ich jetzt langsam. Autsch. Willkommen bei Fail mit Weserwurst. Heute, ihr ist da, Weserwurst. Ja, das ist nicht so kliffig, man muss einfach nur schnell genug sein und ein gewisses Gefühl für die Steuerung hier haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich von den Entwicklern so intended war, wie ich das jetzt hier mache, aber es funktioniert halt.
Nein. Das meine ich gerade, wir müssen ein gewisses Gefühl für die Steuerung haben. Natürlich nicht mit irgendwelchen Sachen reinflashen. Wie auch immer. Was grundsätzlich immer eine dumme Idee ist. Rot ist nichts gut. Haben wir gelernt. Ich habe einen Track freigeschaltet, das ist schön, aber ich hätte gerne lieber einen Checkpoint freigeschaltet. Mag ich mehr. Wow. Ich bin freundlich. Komm mal runter von einem Berg des Zorns. Oh Gott, ich habe echt keinen Bock hier überhaupt falsch Scheiße machen, aber ich glaube, da kann ich lernen. Oh. Also ich will jetzt sagen, ich hatte Schiss, aber ein bisschen. Neue Fähigkeit G-Mod freigeschaltet. Dieses nicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich G-Mod überhaupt aktiviere. Springen, Visier. Das ist der Sprint, das ist Schießen. Okay, keine Ahnung. Okay. Okay. So. Ah. So, das hier knüppelt, du bist freundlich nicht richtig, zwei verschiedene Faktoren. Was? Gott, jetzt. Da komme ich nicht hinterher, was ihr da jetzt gerade habt an Gesprächsthemen. Ich habe gerade keinen Plan, wo ich hin muss. Da war's schon mal nicht. Okay, ich stehe gerade voll auf dem Holz. Ich gehe gleich hier lang. Jetzt erstmal hier hin. War's halt etwa schon ein Rätsel? Da bin ich irgendwie noch mehr von dem Spiel gewöhnt als das hier. Ups. Checkpoint. Das wusste ich natürlich. War alles eiskalt kalkuliert. Nicht, dass jetzt irgendjemand irgendwas anderes behauptet. Nee, da kann ich doch nicht hin. Scheiße.
Komme ich von da? Ich glaube ja, oder? Nö. Oh Gott, my brain. It hurts so bad. Wählen, wählen, Wege, teilen, abschließen. Aber ich glaube, ich habe gerade das Richtige gemacht. Ey, echt jetzt? Ah, tut mir nicht weh. Geht doch alle nach Hause. Nein, die voll rein. Oh nein. Das ist total easy, das Level. Ja, das mag vielleicht sein, aber du weißt genau, was ich für ein Gaming-Legastheniker bin. Also mit Ignorieren geht's auch nicht. Nicht arbeiten. Ah. Hallo Ormfel, wie geht's dir? Was kommt denn? Wo kam der denn jetzt her? That's safe. Kann ich dafür bitte irgendwie. Okay. For real? Also ich meine es wirklich ernst jetzt. Oh Gott. Oh, mir schlecht. Ja, Ziff, das habe ich auch gerade gemerkt. Mal wieder. Du weißt auch, manchmal bin ich ein bisschen langsam. Manchmal. Oh Gott, mir ist schon wieder schlecht. Hallo, Skau. Einen dritten gibt's nicht. So. Okay. Ich hab doch eine Idee. Oh, wenn wir nicht gleich wieder schlecht. Ja. Upsa. Checkpoint.
Wirklich schöner sieht der Part jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht aus. Ich habe noch überhaupt keinen Plan, was ich machen muss. Das ist es nicht. Ja. Hä? Komm von da unten. Moonstriker, du musst einfach mehr schlafen. Wirklich null Plan, was ich machen muss. Da ist der Boden. Wieder volle Verwirrung bei mir. Sehr gut. Das ist für da oben. Das bringt mir hier nichts. Oh. Ah Gott, Freundchen. Puh. Hallo Cat, moin. Schön, dass du da bist und danke schön für den Follow. Ja, willkommen in der Hölle. Oder so ähnlich zumindest. Ah, ich hab mich da wieder reingeschossen. Aufgewichen. Wir ist gar nicht, also alle können schon. Ich bin schon wieder völlig verwirrt. Autsch. Ich hab mich gerettet. Nice. So, also nochmal jetzt hier. Oh. Oh Gott, dieser. Ich komm mit dem Anti-Gravity-Zeug nicht klar. Also da bin ich wirklich eiskalt doof für. So. Hey.
Mechanik-Level sind so gut. An sich ja, nur ich bin einfach zu blöd, die umzusetzen. Ah, getrickst. Ich war natürlich jetzt wieder zu machen, was ich noch gebraucht habe. Aber ich weiß jetzt, was ich will. Glaube ich. Ich kann dann, wo ich jetzt gerade hingefallen bin, euch nur hingefallen. Ganz ehrlich, für diese Mechanik bin ich ausnahmsweise wirklich zu blöd, weil ich nicht verstehe. Also ich weiß, wie sie funktioniert, aber ich kriege sie vom Kopf her nicht umgesetzt. Ich wollte gerade von dem Ding wegrennen, um das mal ganz kurz klarzustellen. Das funktioniert nicht. Out. Genau, vom einen wegrennen, von dem anderen rennen. Ich glaube, das ganz am Rand, die in der Ecke, die dich... Die Box nicht gewischt. Ich habe noch nie gesehen. Okay. Kann ja mal gucken. Stimmt, ganz am Rand der Hitbox eigentlich. Problem ist nur, wo muss ich jetzt weiter? Weil dann führt sich ab. Game, please. Oh, ich bin echt... Manchmal bin ich echt nicht mit den Händen im Kopf. Hier hätte ich aber echt gut kommen können. Osten. Hier muss ich zur anderen Seite hin, okay. Ach, komm. Jetzt ist mal gut hier. Kann ja nicht. Erstmal das hier jetzt haben. Eine Erinnerung. Da oben ist das Ende des Levels. Frage ist jetzt, wie komme ich da am einfachsten hin? So. Ich verstehe, glaube ich, so langsam sogar das System. Naja, manchmal bin ich echt langsam. Und danke nochmal für den Tipp. Uah.
Oh, schon wieder. Ich glaube, einfach gibt es in diesem Level nicht. Das ganze Spiel ist nicht mehr einfach. Ich muss jetzt halt nur den angenehmsten Weg finden. So. Ups. So, dann sind wir. Wo sind wir denn jetzt? Erstmal den Überblick wieder verschaffen. Boah, das war knapp. Oh, Brain, thank you. Not. Jetzt den Weg. Jetzt gesehen habe, besteht das Game aus Schnelligkeit und Präzision. Ja, und logischem Denken. Und ich bin mir im Moment nicht so wirklich sicher, was mir am meisten fehlt. Das sind die Möglichkeiten, die es hier gibt. Nur mal um zu sehen, wo wir gerade waren. Da. Oh, mein Brain. Ich kann da lang, gehe ich da hin. Irgendwie muss ich da oben erstmal hinkommen, so. So, dann bin ich jetzt über Kopf und hier auch. Oh! Dead safe. Dead safe. Okay. Kreuze is a lie und so. Okay, jetzt ist gerade die Übersicht flöten gegangen, von wo ich komme und von wem nicht. Auf welcher Seite ist mir wirklich bin ich denn jetzt? Okay, das ist der Weg nach unten. Ah, genau, mein Job. Anderen Weg aus und gucken, wo wir besser dran sind. Yep.
So, jetzt mal ganz ruhig, ganz in Ruhe hier. Die drehen langsamer. Gleich habe ich. Stimmt. Oh Mann. Über mir drauf ist auch Krawall. Ich verstehe nicht, warum ich aus dem Ding mal rausfall. Doch blöd. Sagen wir so, ich werde dieses Spiel niemals im Leben speedrunnen. Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich wirklich noch länger das hier probieren sollte, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr wollt, würde ich weitermachen. Ansonsten würde ich gleich mal gucken, was wir sonst noch mal machen können. Dass wir für die letzte, was sind wir denn? 40 Minuten was anderes zusammen machen. Dass wir schon mal eine kleine Einstimmung auf Mods for Play haben. Denn die Jungs und Mädels werden mich gleich weitermachen mit Shrine. Und danach werden wir, können wir dann alle zusammen Realm of the Mad God spielen. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, machen wir hier weiter. Ansonsten würde ich jetzt gleich mal gucken, was wir sonst noch zusammen machen könnten. Guten Abend, Neko. In der Zeit, wo ich die Antworten hier lesen kann, machen wir hier mal noch ein bisschen weiter. Fuck.
Stufchen. Ami. Ah, verdammt. Ja, mach was anderes in der Schule, es kommt nicht weiter und brauchst Abstand. Ja, es geht nicht um mich, geht da einfach eher um die Viewer. Weil ich glaube, immer das gleiche sehen ist in dem Spiel recht öde. Möchte ich jetzt einfach mal finden. Da ich jetzt auch nicht gerade der High-Skill-Spieler bin. Ja, jetzt gucken wir mal eben, was wir so machen können. Da ich eher an dem Checkpoint weitermachen kann.